Morgen, ja. Heute bin ich nicht so gut drauf, ja. Weil, warum nicht? Ganz einfach, ja. Vor einem Monat habe ich viel zu viel Geld plötzlich auf dem Konto gehabt und keiner konnte mir sagen, warum, weshalb das so ist, obwohl sie es hätten mir sagen können. Man hat es nicht gemacht, ja. Also das ist praktisch so, wir hatten mal hier mit der Hausverwaltung, die hatten ihr Gerichtsverfahren. Und dann hat das Jobcenter bei mir nicht mehr die Miete überwiesen. Das musste ich dann selber machen. Ja? So, ich habe ja dann auch die Miete gekürzt. Also das ist ein Schlamassel. Jetzt bezahlt der Jobcenter wieder, ja? Und alles ist rechtens so, alles ist im Rahmen, alles ist korrekt jetzt, ja, aber entschuldigen tun die sich bei mir natürlich nicht, ja, das hätten die mir ja auch mitteilen können, ja, für was das viele Geld auf einmal was ich da hatte, ja, ich wusste ja nicht, woher das kam, ob das rechtens ist oder nicht rechtens ist, ich hätte ganz anders kalkuliert, ja. Ja, so habe ich jetzt immer noch 90 Euro Mietschulden, ja, 3x30, ja, weil ich eben noch nicht wusste. Gott sei Dank habe ich meinem Einzelverhältnis gleich 900 Euro gegeben, weil ich ja nicht, ich musste ja auch immer, ihr müsst es mal so sehen, ich musste ja sofort vom Konto holen. Ja, warum? Weil bei mir Pfändungen sind. Ganz einfach. Ich habe ein pfändungssicheres Konto, ja. Und da muss ich alles, was da drüber ist, sofort runterholen. Das muss ich so oder so. Also, das heißt, wenn ich zum Beispiel Geld drauflassen würde, ja, nach 7 Tagen, wäre das weg. Also, ich bin gezwungen, das runterzuholen, ob ich es nur will oder nicht. Ja, Mann, ich bin stinksauer jetzt, Mann. Ja, jetzt fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Die erwarten von mir praktisch, dass ich die Selbstdisziplin aufgebracht hätte, ja, eben alleine darauf zu kommen, warum ich auf einmal so viel Geld habe da. Jammern, knall, Mann! Ja, mir geht das langsam echt auf den Sack, Mann! Ja, jetzt fängt es wieder an. Ich darf ja nicht dran denken, wenn der nachher kommt, ich soll meine Medikamente selber bezahlen! Und alles sowas, Mann, das gibt mir ja so einen Scheiß und kein Mensch hält es für nötig, sich mal bei mir zu entscheiden. Ja, diese Schweinebande, Mann, das gibt mir ja so auf den Sack, Mann. Ja, dass die einen immer so verarschen müssen. Ja, ich könnte heute weggehen. Ja, wenn das nicht gewesen wäre. Das kotzt mich so an, Mann. Also jetzt fasse ich in Zukunft selber auf. Ganz einfach. Ja. Mir bleibt da jetzt keine Wahl. Ich muss sehen, dass ich jetzt da irgendwie wieder rauskomme, ja, aus dem Engpass, in dem ich jetzt bin. Ja. Weil das ist sehr eng. Wir haben gestern schon mal vorgerechnet, ich glaube, ich muss mit 40 Euro die Woche auskommen. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Davon soll ich aber noch alles Mögliche bezahlen. Von den 40 Euro. Ja? Das liegt nur drin leben. Ja? Das ist voll scheiße, Mann. Ja? Das ist so scheiße, das kann sich kein Mensch, könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für eine Scheiße ist. Wenn man einfach nie genug Geld hat, um das mal einteilen zu können. Die erwarten von allen, dass man das, was man hat, eben trotzdem gut einteilt. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja? Ich frage mich, zu was ich so eine Einzelfallhelfer habe. Wo war denn der letzten Monat? Da war er nämlich krank. Ja? Mann. Ach, mich kotzt das alles an dort zur Zeit. Schon wieder. Ich bin stinksauer jetzt. Ich wäre heute Abend gerne weggegangen. Ja? In den RAW-Club da. Ja? Kann ich nicht. Ja? Ich frage mich, ob ich auch zur Soundparty überhaupt gehen kann, weil ich ja, ich meine, mit 40 Euro die Woche, das ist echt der Hammer. Ich bin echt genervt, ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, wie das nachher funktionieren soll, ja, mit dem Einteilen um 11 Uhr. Ja, bin ich mal sehr gespannt, da, was der mir erzählt.
Ja, ich kann ja immer nur, weil ich will Arsch bin, ja, die anderen sind das wohl nicht, ja. Mich kotzt das, ich bin wütend, hallo! Ja, ey, Mann, kann ja nicht sagen, wie sauer ich bin, Mann. Hätte ich gewusst, ja, vor dem Monat, hätte ich da gewusst, dass das alles da rechtens ist, ja, und ich nicht zurückzahlen muss. Ja, mein Meter, dann würde ich diesen Monat richtig gut dastehen. Aber nein! Das war ja alles nicht sicher und mein Einzelverhelfer war auch noch krank. Ja, ein paar Tage. Ja, das ist, und das ist nicht das erste Mal. Hallo, das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Chance hatte. Ja, okay, das gebe ich zu. Ich bin der Vollidiot. Weil ich habe immer wieder, aber ich habe es nicht erkannt als Chance, Mann! Und das kotzt mich an. Am meisten ärgere ich mich natürlich über mich selber, dass ich so bescheuert bin, Mann, und immer Vertrauen habe zu den Leuten. Ja? Wird schon irgendwie weitergehen? Nein! Ja, ich muss das jetzt selber machen, Mann! Jetzt gibt's nur von mir Ansage, ich hab die Schnauze voll! Ja? Mein Gott, nee, und auch gestern da bei den Therapeuten, ja, das ist auch wieder anstrengend. Alle Dinge, die ich schon weiß, Mann. Ja? Ja, ich muss den überzeugen. Ey, ach, Spaß macht mir das aber keinen mehr. Ja? Ganz ehrlich. Ja? Weil 3 Jahre da ist nichts passiert. Na, okay, da habe ich natürlich selbst dran Schuld. Oh, aber das, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seht schon, ich bin völlig durcheinander hier. Ja? Ich habe auch jetzt keine Ritalin gefressen. Ich fresse die nicht. Wenn es mir nicht gut geht, fresse ich die nicht. Ja? Und jetzt geht's mir nicht gut. Also fresse ich die nicht, dann müsst ihr euch jetzt diese scheiße Lava von mir anhören oder auch nicht. Braucht ja keiner sich ansehen hier. Ja? So baue ich jetzt mal hier meinen Frust ab. Ja? Das kann ich. Ihr müsst euch mal vorstellen, seit 23 Jahren höre ich immer, ja komm doch! Und immer, wenn ich dann durch die Tür gehen will, ja, versteht ihr, ja, wird mir eine Tür aufgemacht und ich will durchgehen, BOMS! Vor der Nase wird sie mir zugeschlagen, Mann! Und das ist immer noch so, das hört einfach nicht auf! Ja? Mensch, ey, das ist wirklich Frust, ja? Ja, da kann man, da würde jeder ausrasten. Ja, wenn er das erleben müsste, was ich erlebe. Und trotzdem habe ich meistens gute Laune. Also, ich sage ja, Mann, so ein Tag wie heute ist anstrengend. Ja? Es ist echt scheiße, Mann. Ja? Ich stehe auch mit allerbester Laune, aber es nützt nicht, wenn ich ans Geld denke. Ja? Dann kriege ich dann automatisch Rechte. So, ich mache jetzt Schluss. Ich muss, ich hoffe, der kommt, um 11 kommt der erst. Und ich hoffe, dass das dann schnell überlebt, damit ich diesen Tag hier abschließen kann, da. Ja, das geht mir auf den Sack, Mann. Die Einteilerei mit mir. Ich brauchte früher das nicht. Ich hatte immer Geld. Ja. Und heute? Das ist ätzend, ja. Na gut, okay, soll eben nicht sein. Ciao.